Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind im November und bei der Liebe. Wir wollen natürlich schauen, was im November so gefühlsmäßig drin ist, aber erstmal die Kartendecks. Wir haben die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen im Bereich Partnerschaft von Colette Byrne-Reed in dieser Runde. Dann haben wir das Arcanum-Tarot und das Dilemma-Tarot, beide von Renata Leckner. Ja, und dann haben wir das Botticelli-Tarot, das Goldene. Das ist von Athanas Alexandrov Athanasov. Und das Tarot of Sexual Magic, das ist von Mauro De Luca gezeichnet und bei Laura Thuan, ich sag mal, kreiert. Dann haben wir das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti und meine selbstgeklöppelten eigenen Orakelkarten, die so ein bisschen in die Tiefe gehen können. Das erstmal zu den Kartendecks, was euch erwartet im November. Wir machen erstmal Astrologie allgemein, vor allen Dingen in Bezug auf Beziehungen, Liebesbeziehungen, aber auch untereinander Beziehungen, ne, ist ja wichtig. Und dann gehen wir in die Kartenlegung für jedes einzelne Sternzeichen. Und dann bin ich gespannt, was im November möglich ist und natürlich auch, was ihr dann letztendlich daraus macht. Ja, schauen wir es uns an. Viel Vergnügen und bis gleich. Ja, meine Lieben, der Monat November in Sachen Liebe, Gefühl, Partnerschaft und so weiter. Die Stimmung ist ja in der ersten Woche vom 1., naja, so bis 8. nicht so gut. Dann haben wir so ein bisschen Stress und Reizthema. Dann wird es am Dienstagabend, sage ich mal, ein bisschen entspannter. Dann haben wir 3 Tage, wo es friedlich ist, 11. bis 13., Mittwoch bis Freitag. Dann haben wir wieder so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, Begeisterung, Lebensenergie zwischen 14. und 16. Dann ist wieder am 17., dem Dienstag, ein Stresstag oder auch Streitgefahr. Am 18. neutral und am Donnerstag haben wir dann vormittags nicht so gute Laune. Das hebt sich aber. Da ist man dann erfolgreicher in allem, auch vor allen Dingen in der Kommunikation. Wir haben Freitag, den 20. bis Montag, den 23. auch wieder, ich sag mal, normale Energien, also weder zu positiv noch zu negativ. Dann haben wir am 24. einen Tag, wo du auf jeden Fall mal die Füße hochlegen solltest oder was für deine Entspannung tun solltest. Das ist so, ich sag mal, der Hinweis. 25. 26. sind wieder neutral und dann haben wir wieder einen Tag, 27. wo man vormittags so ein bisschen voller Power ist und auch nachher erfolgreich den Tag beenden kann. Samstag, der 28. ist wieder neutraler Tag und dann haben wir wieder für die Karriere 29. 30. gut. Das ist aber so, ich sag mal, im Allgemeinen, ne? Das müssen wir in den Sternzeichen dann selbst nochmal so anschauen. Wir sind ja jetzt erstmal so bei rundum Energie im Monat November. Und da haben wir mit einigen Dingen zu tun, die da eine Rolle spielen, am 1. vor allen Dingen. Das hatten wir in der Allgemeinlegung auch, dass man da aufpassen muss. Da gibt es eine Verbindung Merkur-Saturn, die für Knatsch sorgen kann, natürlich auch in Beziehungen. Ja. Dann haben wir am 3., dann ist die Rückläufigkeit von Merkur vorbei. Dann treten wir in die sogenannte Schattenphase, wo er dann so langsam wieder in Schwung kommt in die richtige Richtung. Da haben wir dann auch einen Winkel zu Saturn und am 6. wird dieser Winkel eben exakt. Saturn ist ja der Planet, der mal dafür sorgt, dass man auf die Kleinigkeiten achtet. Und da sollte man eben auch nicht übertreiben, sondern realistisch bleiben. So, ich sag mal, das Alltägliche, auch in Beziehungen. Ne? Wir haben eine Spannung. Venus-Mars zwischen dem 8. und 10. November, das kann sehr reizvoll sein, dass man sich, wie gesagt, so ein bisschen auch aneinander reibt, aber es kann natürlich auch zum Riesenknall führen, deswegen vorsichtig damit, ne? Man kommt sich vielleicht da auch näher und die Versöhnung ist dann auch ganz toll, aber immer deswegen vorher einen Streit zu haben, ist vielleicht nicht so erstrebenswert. Wir sind ja im November und das ist ja der Monat des Skorpion, der, ich sag mal, auch sehr tiefgründig ist, den Dingen auf die Spur geht, auch so ein bisschen die dunkle Seite betreten möchte. In Beziehungen
Eher nicht so. Also ich sehe es jetzt mal aus meiner Intuition heraus. Man möchte ja das Fröhliche, das Lockere, das Leichte eigentlich erleben. Aber im November ist natürlich auch die dunkle Jahreszeit und dann bekommt man auch schon mal trübe Gedanken. Sonne, Neptun am 10., da haben wir eben den Wechsel in den Skorpion von der Waage aus, ja. Und da haben wir die Jupiter-Pluto-Verbindung am 12. Und da ist, eine spürbare Verbindung zwischen dem 5. und 19. Man hat so das Gefühl, es tut sich was und das ist auch positiv, ja. Selbstvertrauen und auch, ich sag mal, dass die Dinge positiver laufen, das Gefühl, das ist ja auch schön. Man darf nur nicht übertreiben, man darf jetzt nicht alles mit der rosaroten Brille betrachten, ganz klar. Ne? Am 14. ist auch Mars wieder direktläufig. Der Mars steht ja im Widder und sorgt für die nötige Power. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Und der neigt ja auch bisweilen manchmal zur Übertreibung. Und wenn dann noch Neptun, Jupiter mitmischen, dann kann das ganz schön in die Hose gehen, wenn man nicht aufpasst. Ja? Ich rede jetzt immer übertrieben, damit man das versteht, weil es geht einfach darum, auf dem Teppich zu bleiben, sowohl in der positiven Richtung als auch in der negativen Richtung. Also in beiden Richtungen eben nicht zu sehr dahin zu neigen. Ja? Wir haben ja das Gefühl, man möchte was verändern, was verbessern. Und das ist ja auch mit Jupiter und ich sag mal Neumond, ne, betrifft ja auch Neuanfänge und solche Dinge. Die gehen ja jetzt wieder nach der Rückläufigkeit von Merkur. Venus und Pluto, ja, die reiben sich auch aneinander und das kann dazu führen, dass Venus sich beleidigt zurückzieht, im übertragenen Sinne jetzt, ne? Man setzt zu viel auf eine Karte oder man will zu viel auf einmal. Ja, auch gerade in Beziehungen am 16. Und das kann das Ganze natürlich eher gefährden als beschleunigen. Ja. Und das gilt natürlich nicht nur für Beziehungen, auch im Finanziellen. Venus wird ja auch dem Geld zugeschrieben. Also vorsichtig damit. Wir haben am 17. Merkur-Uranus-Spannung. Und da ist man zu leichtsinnig, zu leichtgläubig auch, lässt sich zu leicht überreden und trifft dann zu schnell eine Wahl auch, ne, und ärgert sich nachher, dass man da nicht mehr drauf geachtet hat. Denk an Saturn, der steht hinter dir und sagt, Moment, erstmal überlegen. Ja, Enttäuschungen könnten dann am 19. folgen, wenn man dann eben zu vorschnell ist. Wir haben Sonne positiv zu Saturn und da kann man dann vielleicht auch noch einen Weg aus solchen Fehlentscheidungen finden. Ja, aber muss ja eigentlich nicht sein, wenn man sich das früh genug überlegt. Am 21. geht die Sonne in den Schützen, Venus geht in den Skorpion, damit haben wir dann Sonne im Schützen, Mars im Widder und Venus im Skorpion, da ist Leidenschaft pur angesagt. Am 24. plant man mit Neptun auch noch sehr diese Luftschlösser, die man gerne bauen möchte. Mit Merkur und Pluto kann man am 27. das, was machbar ist, vielleicht auch in die ersten Wege leiten. Und auch, wenn man eben auf die Details achtet, also wenn man sich nicht zu sehr von seinen Träumen leiten lässt, sondern eben die Träume versucht, auch in der Realität umzusetzen, was ich sehr schön finde, muss ich sagen. Wichtig ist Ende des Monats, weil wir haben ja auch gehört, dass da die Karriere groß geschrieben wird, dass man dem Gegenüber den Raum lässt, sich selbst zu entwickeln. Sei es jetzt karrieretechnisch, hobbytechnisch oder wie auch immer. Es gibt da ein paar sehr positive Entwicklungen für jeden Einzelnen. Und wenn man dann natürlich nur aufeinander gluckt, dann kann man sich gegenseitig nachher Vorwürfe machen, dass man sich nicht hat diese Dinge ausführen lassen. Also bitte nicht zu sehr quengeln oder zu sehr dran festhalten. Lass den anderen laufen. Ja, das bringt ihn schneller wieder zu dir zurück, als dass du ihn festhältst. Ja, die Person meine ich. So, wir haben nämlich in
kleinen Schritten, auch in Beziehungen, ne, mit Saturn, der hakt ja immer auf die Details, auf die Kleinigkeiten. Und das ist eben das, was die ganzen Dinge erfolgreich macht. Denk im Kartendeck an den Ritter der Münzen. Der macht nicht viel, aber er ist der Erfolgsgarant. Und so musst du das einfach auch sehen, auch in Beziehungen. Alles, was gut werden will, das braucht Zeit. Das geht nicht so mal über den Daumen, sondern da muss man wirklich gut überlegen und ein Stück weit dran arbeiten. An der Kommunikation, an dem Miteinander, an dem sich auf Augenhöhe begegnen und Kompromisse schließen. Ne? Und das A und O in Beziehungen ist Kommunikation. Ehrliche, aufrichtige Kommunikation, Authentizität. Schauen wir uns jetzt an, was für dich in diesem Monat der Liebe hoffentlich die Karten haben. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier, zur Liebeslegung für den November. Ja, was erwartet uns im November? Die erste Woche, ja, wie gesagt, nicht so die überschäumende gute Laune, aber ich denke, dass du mit diplomatischem Geschick, was dir gegeben ist, auch so ein bisschen Sensitivität auf jeden Fall über die Runden kommst. Saturn hält, ja, sozusagen die Stange, dass du durchhältst, auch wenn es schwierig wird, auch in Beziehungen. Und mit Uranus, der dir immer wieder neue Veränderungen vor die Nase setzt, und das wird auch noch weiter so gehen, du gewöhnst dich dran, ja. Wir haben auf jeden Fall die Stärkung durch Pluto, die dein Selbstvertrauen so ein bisschen auch in die richtige Richtung lenkt. Auch, dass du dich, ich denke mal, so ein bisschen angenommen fühlst von deinen Mitmenschen oder auch gerade in deinen Beziehungen. Dann haben wir Venus, die momentan in der Waage steht. Das ist auch harmonisierend, durchaus auch, ja, ich sag mal, ausgewogen oder zumindest dafür sorgend, dass es ausgewogen wird. Erst am 21. November geht die Venus in den Skorpion, intensive, tiefgründige Wasserenergie, ja, und ich denke mal, dass du eigentlich beziehungstechnisch in diesem Monat ganz zufrieden sein solltest. Merkur ist noch rückläufig. Da musst du natürlich genau hinschauen, wie alle anderen auch. Möglichst keine großen Dinge beginnen. Ja. Deine Pläne, deine Zukunftsvisionen auch in Beziehungen kannst du nach dem 3. November in Angriff nehmen. So, was haben wir noch? Du solltest versuchen, möglichst zu viel Stress zu vermeiden, ja, denn Jupiter verbindet sich mit Pluto im Steinbock und da kannst du Chancen nutzen. Das ist aber mehr so im beruflichen Bereich. Aber mit Pluto, wie gesagt, hast du die Rückendeckung, dass die Menschen dich mögen, zu dir stehen, dich bewundern, ja, und auch vielleicht deine ausgewogene Art und Weise, mit Menschen und Dingen umzugehen, sehr schätzen. Du kannst also anderen eine Stütze und Hilfe sein. Schauen wir uns jetzt an, was die Karten für dich haben im Monat November partnerschaftlich gesehen. So, mein lieber Stier, dann wollen wir uns mal anschauen, was so, ja, ich sag mal, beziehungstechnisch los ist, was dein Thema ist. Denk dran, das ist eine allgemeine Legung, keine persönliche. Es gilt einfach, das für sich rauszuziehen, was einem nützlich ist. Was haben wir so für allgemeine Energien in Sachen Beziehungen? Den Eremiten. Der Eremit ist die Jungfrau-Energie und bedeutet so ein bisschen Verschlossenheit, mit sich selbst agieren. Das ist sicherlich auch der Situation momentan geschuldet, dass jeder so ein bisschen für sich ist und so ein bisschen ergründet, was er oder sie gerne möchte. Das ist so, ich sag mal, in deiner Umgebung vielleicht auch die Energie. Was ist jetzt dein Thema? Stärke. Die Stärke in einer Beziehung, die Stärke aus einer Beziehung, ja, ich denke mal, dass das Rückendeckung für dich ist, genauso wie für dein Gegenüber oder deine Familie. Deine Energie ist die Königin der Stäbe, leidenschaftlich, Feuerenergie,
bedeutet, dass man an seinen Zielen und Träumen und Wünschen gerade in der Beziehung auch leidenschaftlich arbeitet. Sehr, sehr schöne Energie, auch optimistisch, positiv gestimmt. Ja? Positive Gedanken sind ja so das A und O, die Dinge eben nicht so negativ zu sehen. Bei deinem Gegenüber 6 der Kelche, Nostalgie. Also das kann, wenn du in einer Partnerschaft bist, so dass von deinem Partner, deiner Partnerin das Denken an die Vergangenheit sein, wie es mal war und ob man Dinge wiederbeleben kann oder ob man vielleicht Dinge, die man gemacht hat, gemeinsam nochmal aufleben lassen kann. Als Single könnte das jemand sein, den du wieder triffst oder mit dem du Kontakt aufnimmst oder der oder die eben mit dir Kontakt aufnimmst, nimmt. So. Wie harmoniert ihr? Wir haben die Königin der Münzen, das ist Münzenergie, Erdenergie bedeutet stabil und sicher. Man möchte etwas auf einer guten Grundlage, einer guten Basis haben. Das kommt dir sehr entgegen, lieber Stier. Worauf solltest du achten? Da ist der Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter ist Luftenergie und die Energie des Ich handle ohne zu überlegen. Das ist etwas, was vorkommen kann bei jedem, dass man überstürzt etwas tut oder sagt und vielleicht auch nachher sagt, ach, hätte ich mal besser ein bisschen nachgedacht, bevor ich das getan hätte. Vor dieser Energie sei nicht gewarnt, aber sei ein bisschen vorsichtig mit vorschnellen Dingen, also schnell irgendwas umsetzen zu wollen. Der Ratschlag ist das Ass der Schwerter. Klare Worte, Kommunikation, das A und O in Beziehungen grundsätzlich, dass man miteinander kommuniziert, miteinander spricht, sich austauscht, bei der Wahrheit bleibt und dann natürlich ergründet, was für jeden von euch die Wahrheit ist. Also Offenheit, Ehrlichkeit, um dann auch authentisch als stabile Partnerschaft, Beziehung dazustehen. Ausgang ist die 8 der Kelche, neue Wege gehen. Ja, wir haben ja Uranus als den großen Veränderer an deiner Seite für die nächsten Jahre auch noch. Ja. Damit also auch überlegen, wie man eine Beziehung auf einen anderen Level oder anders handhaben könnte. Man spricht darüber und ja, die Sehnsüchte und Vorstellungen einer Beziehung ja, so ein bisschen ergründen und dann vielleicht auch ausprobieren. So, das ist eine starke Bindung, eine starke Beziehung, ja, entweder die du schon hast oder die du finden kannst, auch im November, ja, und auch in diesen Umständen, natürlich. Dann haben wir, was kommt noch dazu? Wir haben die 4 der Schwerter, Gelassenheit. Ich denke mal, wenn du in einer Beziehung bist, die schon lange währt, wo ihr eine gemeinsame Vergangenheit habt oder so, dann bist du dir ziemlich sicher, fühlst dich beruhigt und sicher. Und das ist auch die Basis, um sich wohl und gut zu fühlen, auch für dein Pendant. So, und 4 der Schwerter ist Ruhephase. Wir haben ja auch gehört, astrologisch, du sollst nicht so viel Stress dir zumuten selbst. Ja, vielleicht ist dein Kostüm, dein Nervenkostüm ein bisschen angeschlagen. So, dann haben wir bei dir noch den König der Stäbe. Noch mehr Leidenschaft, noch mehr Energie, die Dinge umzusetzen, auch in Sachen Leidenschaft und so weiter. Ja, auch wenn wir insgesamt so Liebesenergie, den Eremiten haben, aber diese Energie möchte gelebt werden. Also das, was man sich auch innerlich vorstellt. Bei deinem Gegenüber, 7 der Stäbe, da ist ein bisschen Widerstand, vielleicht Wappnung, vielleicht auch ja, zu viel zu tun. Vielleicht hat dein Partner, deine Partnerin ein bisschen Angst oder einfach zu viel um die Ohren, um sich leidenschaftlichen Dingen zu widmen. Aber vielleicht hast du eine gewisse Überredungskunst, mit der du das umsetzen kannst. Ja? Ihr harmoniert, dass ihr das stabil und sicher haben wollt und ihr habt beide eine gute Intuition. Also auch für den richtigen Zeitpunkt, wann etwas geht, wann etwas nicht geht, wann der richtige Zeitpunkt ist, die gemeinsame Zeit auch schön zu gestalten und zu genießen. Der Ritter der Schwerter, das ist das Unbewusste, was schon mal vorkommt, wo man voranprescht und nicht überlegt hat. Da haben wir die 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Ja, vielleicht passiert auch irgendetwas und da ist schnelle Reaktion gefragt. Ja, und dann muss man die Gelegenheit ergreifen, beim Schopfe greifen. Ne? Und dann plötzlich
ergibt sich alles so, wie es sein sollte. 9 der Kelche ist Wunscherfüllung, ne? Und zwar für beide. Ass der Schwerter, Klarheit und Wahrheit, Gespräche, Kommunikation miteinander, ganz, ganz wichtig, dass man sich seine geheimsten Wünsche vielleicht mitteilt oder woran man so denkt oder was man gerne mal machen würde und solche Sachen. Wir haben dazu den Ritter der Münzen. Geduld haben. Das bedeutet auch zuhören. Es bedeutet nicht nur, dass man seine eigenen Wünsche anerkannt bekommen möchte oder gehört sehen möchte, sondern dass man auch mit dem Ritter der Münzen Geduld hat, zu warten, bis das Gegenüber bereit ist, von sich aus auch Dinge zu erklären, mitzuteilen. Ja? Und Geduld ist in einer Beziehung durchaus immer gefragt, ob jetzt zu Beginn oder in einer bestehenden. Dann haben wir die 8 der Kelche und wir haben den Narren. Ein Neubeginn in Leichtigkeit. Man hat alte Dinge vielleicht abgebaut, also Dinge, die einem nichts mehr genützt hat, haben. Also wenn man in einer längerfristigen Beziehung ist. Oder man hat den Stress ein bisschen reduziert, damit man mehr Zeit füreinander hat. Man hat neue Wege ausprobiert und stellt fest, ja, das ist gar nicht mal so schlecht, das passt gut. Ja, wir wollen jetzt mal schauen, so wie das so in diesem Monat für dich aussieht. Ich habe ein Kartendeck für dich und ein Kartendeck für dein Gegenüber. Wir schauen mal, welche Energie du als Stier so auch da mit reinbringst. Es sieht sehr, sehr schön aus und das solltest du auch wertschätzen und genießen nach Möglichkeit. Was ist deine Energie im Monat November für bestehende oder entstehende Beziehungen? Wir haben die 4 der Kelche, da ist eine gewisse Unzufriedenheit. Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so ein bisschen, dass das der Situation insgesamt jetzt geschuldet ist. Also, dass man sagt, momentan ist alles so trostlos und so ein bisschen Endzeitstimmung, das schlägt sich auf die Laune nieder. Und die erste Woche im November ist eh nicht die beste. Man ist niedergeschlagen, gedrückt, ja. Und vielleicht auch deshalb die Energie der Jungfrau, des Eremiten. Schauen wir, wie das bei deinem Gegenüber aussieht. Ja, also ich denke mal, insgesamt ist die Laune nicht so dolle, ne? Dass man sagen könnte, ach, wir sind jetzt so happy. Eigentlich nicht so. Hier haben wir die 4 der Stäbe. 4 der Stäbe ist Haus, Heim und nahe Umgebung, ist auch Feuerenergie. Aber es ist vor allen Dingen die Energie, dass wir haben was Starkes geschaffen. Und das ist ja auch hier die Stärke, das innere Biest zähmen und die 4 der Schwerter, Ruhe. Man geht das mit Ruhe an. Man spricht vielleicht auch über die Dinge, die dich zum Beispiel auch Nerven kränken. Und du bist, wie gesagt, nervlich auch ein Stück weit angeschlagen. Ich stelle die mal hier so hin und dann schauen wir uns jetzt an, welche Gedanken dich begleiten im Monat November in Sachen Beziehung. Kinder, 6 der Kelche, Vergangenheit, das war auch hier 6 der Kelche, kann auch wie gesagt Kinder, Enkelkinder bedeuten. Darum kreisen die Gedanken. Was hinterlassen wir unseren Enkelkindern? Ne? Wie war es früher? Wie waren wir als Kinder zum Beispiel? Ja? Woran denkt dein Gegenüber? Die 5 der Schwerter, die Dinge, die momentan schwierig sind. Also auch keine leichte Energie. Ne, man macht sich Sorgen, ob das alles so schön wird, ob das alles so sich entwickelt, dass unsere Kinder oder Kindeskinder vielleicht damit auch zurechtkommen. Man macht sich schon seine Sorgen. Und vielleicht auch im Umfeld. Ja? Bei deinem Gegenüber ist es das Umfeld mehr, wo, denke ich mal, die Leute auch nicht so nett sind einfach. Die Umstände bei dir, da ist der Stern, die Heilung. Vielleicht auch durch die Ruhephase, dass du ein Stück weit dir Ruhe gönnst. Heilung, Entspannung, ja, Ruhe. 4 der Schwerter, ja, du fühlst dich sicher in der Beziehung, dein Gegenüber, denke ich auch. Was sind die Umstände bei deinem Gegenüber? Auch 4 der Schwerter, also könnte ein gemeinsamer Urlaub, eine Kurzzeit füreinander vielleicht im Heim sein, also im Zuhause, meine ich jetzt, ne? Dass man da sorgt für Umstände, die angenehmer sind. Was ist deine Hoffnung? Der Hierophant, die enge Bindung, dass man sich aufeinander verlassen kann. Es ist auch den eigenen Selbstwert zu stärken. Und ich denke, dass du da auch viel aus der Beziehung holst und auch viel einbringst. Ja? Bei deinem Gegenüber haben wir die 10 der Schwerter, über Dinge hinwegkommen. Vielleicht das ist momentan, dass die Umstände nicht so leicht sind, dass man damit zurechtkommt. Das ist die Hoffnung, dass man das überwindet, die ganze Situation. Was ist der Versuch in Beziehungen für dich, lieber Stier? Die 2 der Stäbe.
Da haben wir die Weggabelung, wo geht's hin, wo wollen wir hin, wie wollen wir das handhaben. Wir haben ja hier auch die neuen Wege, dass man so ein bisschen was anderes ausprobiert und vielleicht versucht, mit den gegebenen Umständen auch innerhalb der Beziehung anders umzugehen. Was ist bei deinem Gegenüber? 4 der Kelche, da ist die Unzufriedenheit auch bei deinem Gegenüber. Also es ist jetzt nicht nur bei dir so, dass du unzufrieden bist, auch bei deinem Gegenüber. Da ist das Hindernis, dass man eben nicht so kann, wie man möchte. Was tun? Sprach Zeus. 10 der Schwerter. Alte Dinge nicht wiederholen. Dinge, die negativ sind, möglichst nicht immer wieder aufs Tapet bringen, ne, sondern sich den neuen Dingen widmen. Da kommt ein neuer Horizont ins Blickfeld, die Sonne geht dort wieder auf. Man hat natürlich Dinge, die nicht so schön sind, aber die hat man hinter sich. Und hier haben wir den Wagen, eine schöne Energie. Die Krebsenergie bedeutet, dass man die Zügel in die Hand nimmt. Und vielleicht kümmert sich einfach dein Gegenüber ein Stück weit um dich. Das ist doch sehr schön. So, dann wollen wir uns das mal so ein bisschen ausführlicher anschauen. So, wir haben ja da die 5, da die 10 der Schwerter. Schauen wir uns jetzt erstmal an bei deinem Gegenüber die 5 der Schwerter. Was macht deinem Gegenüber da? In Gedanken zu schaffen, worüber ist vielleicht die Person auch verärgert. Das Ziel, das, wo man hin will, ist momentan vielleicht nicht erreichbar. Und was ist bei dir die 10 der Schwerter, mein lieber Stier? Warum? Du fragst dich, warum das Ganze, warum die ganze Situation so ist, wie sie ist. Nun, darüber kann man streiten oder man kann Dinge überlegen, aber man kommt ja nicht wirklich zu einem Schluss. Ja, wir haben auch hier die 10 der Schwerter in der Hoffnung, dass das alles bald vorüber ist. Wir haben Risiko. Ja, man muss natürlich das Risiko abwägen, dass man eingeht in der Beziehung oder ja, ich sage jetzt mal auch selbst das Risiko, was man riskieren möchte und nicht. Bei dir haben wir die 2 der Stäbe. Da geht es im Versuch darum, einen Weg zu finden. Wir haben auf der einen Seite eine Absage, das heißt, eine Sache funktioniert nicht im Monat November. Also irgendwas wird da nicht so rund laufen in Bezug auf Beziehungen, aber du bist bereit, andere Wege auszuprobieren. Warum ist dein Gegenüber unzufrieden? Ja, Dinge sind vorbei, Dinge liegen hinter einem, ja, und man ist da geneigt, so ein bisschen zu hadern, dass die Dinge vielleicht nicht mehr so funktionieren. Was wollen wir noch schauen? Wir schauen noch, was die 6 der Kelche hier bedeutet in deinen Gedanken. Einmal. Ja, man hat nur einmal die Gelegenheit, vielleicht etwas aus der Vergangenheit nachzuvollziehen bzw. wiederzubeleben. Oder es war einmal, kann ja auch bedeuten, dass man über Dinge nachdenkt, wie sie einmal waren. Ja. Und das Ziel ist ja, sich durchzubeißen. Was ist der Wagen bei deinem Gegenüber? Verborgen. Ja, diese Zielsetzung bei deinem Gegenüber ist nicht so offensichtlich. Also vielleicht ist dein Gegenüber auch einfach so ein bisschen scheut das Risiko, fühlt, dass Dinge nicht mehr so einfach machbar sind. Wir schauen mal. Wir haben eigentlich eine schöne Legung, aber das ist so das Innerste ein Stück weit nach außen gehen. Weißt du, was mich noch interessiert? Das ist die 7 der Stäbe. Was ist das für ein Widerstand von deinem Gegenüber? Wir haben die Brücke. Man muss eine Brücke bauen. Man muss Kompromisse finden, ja, zueinander. Und wenn zum Beispiel, wir hatten ja auch hier die Kelche, die 6 der Kelche, wir haben die 7 der Stäbe, die Brücke bauen von damals zu heute, ja, von der Vergangenheit zu heute. Vielleicht ist das auch jemand, der eine Brücke zu dir baut. Ja. Ups, wir haben den Anker, sehr schön. Der Anker ist eine feste Verbindung. Also im November wird dir das vielleicht auch nochmal extrem bewusst, mein lieber Stier, wie sehr du in dieser Beziehung auch verbunden bist oder dich verbinden willst. Es ist eine starke Bindung auch mit dem Hierophanten und dem Stern der Heilung. Aber ich glaube, dein Gegenüber hat auch ein bisschen was zu kämpfen. Was wollen wir uns noch anschauen?
schauen wir uns an, was der Neustart ist. Wollen wir mal den Narren schauen. Was beginnt neu im Monat November? Wahrscheinlich nach dem 3.11. Da ist sie. Auch so das bis Kindliche. Wieder ein bisschen zurück. Wir haben zweimal die 6 der Kelche, dass man so ein bisschen wieder sich an Dinge erinnert, die durch den Alltagsstress und durch die Umstände vielleicht ein Stück weit verborgen waren. Dinge, die man wiederbeleben möchte, Dinge, die man vermisst, auch miteinander, ne? Unbefangenheit, Lachen, Freude. Ja? Und wir haben eine enge Bindung, vielleicht wenn man sich dessen bewusst wird, dass man da auch ein Stück weit Schutz findet und natürlich Anerkennung und das Gefühl irgendwo, ja, sicher miteinander verbunden zu sein. Eine sehr schöne Legung. Wir haben die Karte, Orakelkarte Drama. Das Drama muss aber nicht euch jetzt konkret betreffen. Es kann auch das Drama im Außen sein, was passiert. Was euch natürlich auch ein Stück weit beeinflusst. Schauen wir uns an. 37. Pardon. Drama. So. Grundbedeutung, Selbstkritik, das gekränkte Ego, unnötige Dramen. So, was ich jetzt hier so sehe, ist zum Beispiel, du als Stier bist ja sehr einnehmend, wenn du in einer Beziehung bist. Dein Gegenüber hat den Widerstand vielleicht, weil er oder sie etwas für sich tun möchte. Vielleicht etwas, was ihm oder ihr wichtig ist. Ne? Tradition aufrechterhalten, alte Bekannte treffen und so weiter. Ja? Und vielleicht auch das Gefühl, vielleicht was zu verpassen, wenn man da nicht ein Stück weit die Kontakte aufrechterhält. Ja? Und da du das nicht möchtest, könntest du vielleicht auch ja, fragen, warum? Ne? Fühlst dich dann betrogen, obwohl das Quatsch ist? Ja? Wir lesen mal vor. Beziehungen. Sekunde. Beziehungsbotschaft. Manchmal gehen zwei Herzen eine Verbindung ein, die zu Leid führt. Aber nicht aufgrund von Kränkung oder Missachtung, sondern aus ganz anderen, verwickelteren Gründen. Scham, Angst vor Nähe und ein schwaches Selbstwertgefühl können zu den größten Herausforderungen für das Gelingen einer Partnerschaft werden. Bedenke jedoch, wie wertvoll es ist, um diese Dinge zu wissen. Gerade jetzt hast du eine große Chance zur Heilung. Aber du musst auch über die Geschichten nachdenken, die du dir selbst über Liebe, Nähe, Verlassenheit, Zurückweisung und Einsamkeit erzählst. Du musst nicht nur eine neue Geschichte beginnen, sondern dir auch dafür vergeben, dass du noch immer an den Alten hängst. Habe Mitgefühl für den Teil in dir, der weiterhin an sie glaubt. Dennoch waren sie zu keiner Zeit wahr. Also es geht auch darum, was du dir selbst erzählst. Ob du dir negative Dinge erzählst, ja. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, welche Beziehungen man zuvor hatte. Wenn wir jetzt auf das Beispiel mit einer neuen Beziehung eingehen, dann hat dein Gegenüber gewissen Widerstand in sich, aus Angst wieder enttäuscht zu werden. Denkt an die Vergangenheit. So, und du hast auch den Gedanken an die Vergangenheit und heilst. Das haben wir ja gerade gehört. Die Kraft liegt da drin, in Ruhe zu walten und zu schalten und aufeinander zuzugehen mit Geduld, ja, und Empathie natürlich und Wahrheit. Da kann sich tiefe Verbindung zeigen. Ja. Verborgen ist vielleicht das, was dein Gegenüber an Zielsetzung hat. Und du fragst dich, warum sagst du mir nicht, was du vorhast? Aber es kann einfach sein, dass dein Gegenüber weiß, dass dich das in irgendeiner Form kränken würde, weil du dich vielleicht, stehen gelassen fühlst, wenn dein Gegenüber zum Beispiel auf ein Seminar fahren muss oder so. Aber es ist halt falsch verstandenes Entgegenkommen. Besser ist es, wenn man hier miteinander spricht, in Ruhe, ja, und versucht, den anderen zu verstehen mit kindlicher Neugier, mit kindlichem Entgegenkommen, den Neuanfang wagt, es auf andere Weise versucht, wie es vielleicht in der Vergangenheit für beide war oder in verschiedenen Beziehungen vorher war, ja, ein bisschen Verständnis füreinander aufzubringen. Denn wir haben hier auch, wenn man schnell reagiert und schnell vielleicht auch liebevoll reagiert, eine schöne Energie der Neun der Kelche. Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Und wir haben den Narren und die Acht der Kelche, also man begibt sich ja in die richtige Richtung. Und hier haben wir vielleicht, ist der alte Weg die Absage
Und der neue Weg, dieses, ich helfe dir sogar dabei. Ich unterstütze dich bei dem, was du tust. Ja, ich bin bei dir, auch wenn ich nicht persönlich jetzt anwesend bin. Wir haben den Eremiten und jeder darf in seinem Inneren natürlich auch mit sich und seinen Talenten arbeiten. Du genauso wie dein Gegenüber. Du bist zwar vielleicht im ersten Moment nicht glücklich, aber die Liebe zeigt sich dadurch, dass du deinem Gegenüber die Freiheit lässt, selbst zu entscheiden, und dann fühlt sich dein Gegenüber heimisch. Ja? Also auch eine schöne Energie, wenn man es versteht. Ja? Und wenn man das versteht, auch über die Intuition hinweg miteinander da zu kommunizieren. Ich denke, du kannst viel daraus machen, mein lieber Stier. Wenn du möchtest, wenn dich das anspricht, Offenheit, auch Fragen, warum. Ja? Aber du musst deswegen nicht gekränkt sein. Es ist nicht etwas, was dich kränken soll, sondern es ist etwas einfach, was diese Person vielleicht für sich tun möchte, unabhängig von dir. Ja, aber es kann dir ja auch zugutekommen. Ne? Also, ich bin gespannt, wie sich das im November für dich entwickelt, mein lieber Stier. Lass es uns alle gerne wissen, wenn du magst. Ja, und Drama brauchen wir nicht und wollen wir auch nicht produzieren. Und vielleicht konnten wir mit dieser Legung auch ein Stück weit mehr Verständnis da reinbringen. Das würde mich sehr freuen. Wenn es dir hilfreich war, dich unterstützt hat in deinen Beziehungen und vor allen Dingen auch in der partnerschaftlichen Beziehung und dem Verständnis füreinander, dann lass gern ein Däumchen hoch da. Ich freue mich. Und dann sehen wir uns in der Liebeslegung für Dezember wieder. Alles Gute und bis bald.